Mein Name ist Easy Cheesy und damit erstmal Ahoi und willkommen zu dieser Folge Roblox Brookhaven zusammen mit Flo, der zum allerersten Mal Brookhaven spielt. Willkommen auf dem Server. Schau dich um. Ich hab richtig Bock. Broken Heaven, gebrochener Himmel, geil. Yeah, Broken Heaven, so heißt das Spiel hier aber definitiv nicht. So, Leute, ich habe mir heute vorgenommen, weil ich ja relativ viel Brookhaven spiele, auf meinem anderen Kanal Easy, den könnt ihr gerne mal abonnieren. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder auch auf meinem Kanal unter verlinkte und angesagte Kanäle. Spiele ich viel Brookhaven, also wollte ich gerne mal Flo zeigen, wie dieses Spiel hier funktioniert. Der war nämlich noch nie da und er springt hier einfach nur rum. Wie läuft's? Ich spring da einfach nur rum, guck. Okay, was willst du zuerst sehen? Möchtest du zuerst die Stadt sehen? Möchtest du dir vielleicht zuerst ein Haus bauen? Oder wollen wir vielleicht arbeiten gehen oder geheime Orte entdecken? Warte mal, was brauche ich, um mir ein Auto zu kaufen? Brauche ich Geld, oder? Du kannst dir Auto, Auto kannst du dir nehmen. Du kannst dir hier rechts einfach auf das Autosymbol klicken oder nimmst du dir das, was du möchtest, das Gefährt, was du willst. In meinem Fall hier, glaube ich, ein Snowmobil, ein Schneemobil. Yeah. Yeah, und du hast ein Skateboard. Nice, okay. Das Ganze kannst du auch umfärben. Da klickst du dann einfach auf die Farbe, die du haben willst, oben auf dieses Regenbogen-Ding. Und ich würde mal ein relativ dezentes Rosa wählen. Das finde ich nämlich sehr schön. Cool. Du hast ein blaues Auto. Okay, alles klar. So, komm mal mit. Wir holen dir erstmal ein Haus, alright? Okay. Hier rechts geht es nämlich auch schon in die erste Wohngemeinschaft. Hier fahren wir nämlich die Parklandschaft hoch. Kommen Sie mal bitte mit, Mr. Castle 44. Nicht rumgammeln da bitte auf der Straße. Wir haben nicht viel Zeit. Und wir fahren jetzt erstmal hier hoch und holen ein erstes Haus. Da oben steht Dora und Berfin irgendwas. Okay, alles klar, die haben da so ein Schild stehen. Du siehst hier verschiedene Häuser. Das haben sich die Leute halt hierher gespawnt. Ich würde sagen, wir können uns hier oben ein paar Häuser holen. Das sieht doch ganz nice aus, oder? Zack. Okay. Okay, du kannst dir ein Haus nehmen, indem du einfach auf das Schild klickst hier zum Beispiel. Genau. Und dann wähl dir einfach mal ein Haus aus, was du gut findest. Mein erstes Haus. Oh ja, in Brookhaven. Ich bin gespannt, was für ein Haus er jetzt zuerst mal nimmt. Oh ja. Huh, warum liegt hier eine Schlafmatte? Okay. Ja, nicht schlecht. Weißt du was? Ich spawn mir jetzt auch mal ein Haus und dann kannst du mir dein Haus mal zeigen. Alles Käse. Zack. Okay, da wird jetzt mein Haus gebaut. Ich komm mal rüber zu dir. Lol, sitzt du in deinem Auto? Okay, zeig mir das Haus, das du gebaut hast. Wo ist denn der Eingang? Ich glaube hier oben. Okay. Oh mein Gott, ich hab einen Whirlpool. Yeah. Der ist ziemlich nice. Genau, du kannst die Lichter auch anmachen. So verschiedene Beleuchtungen und sowas. Yeah. Okay, das ist cool. Hier geht's rein. Ja, das ist deine Küche. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum hast du ein Bett in der Küche? Ich meine, dann ist der Weg zum Kühlschrank nicht so weit, wenn ich aufstehe, direkt. Ja, ja, das verstehe ich. Okay, eine obere Etage hast du scheinbar nicht, aber du hast die unten. Junge Flo, das hast du ja richtig gut ausgesucht. Oh mein Gott, das ist mein Traumhaus. Yeah, eine richtig nice Gaming Area. Und scheinbar hackt er auch ein bisschen hier unten. Ich weiß ja nicht so genau. Auf gar keinen Fall. Hier ist ein Server. Damit meinst du bestimmt irgendwas. Hier ist noch ein Bett. Okay, ein zweites Bett. Und hier in der Ecke die Waschmaschinen. Ja, man braucht ja auch mal frische Wäsche, oder? Stimmt, das ist das Gaming-Bett, wenn, wenn ich so müde bin, dass ich sie mal hochschaffe. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal raus und checken mal mein Haus aus. Meins ist nämlich ein bisschen kleiner. Ich zeig dir das nochmal. Es gibt nämlich wirklich verschiedene Haustypen. Und du hast ein relativ großes genommen, finde ich. Ich habe hier ein sehr süßes, kleines, rosanes Haus genommen. Eins meiner Lieblingshäuser, finde ich sehr schick. Hier kann man den Kamin anmachen. Hier vorne ist so eine kleine Garage mit den Waschmaschinen. Dann hat man hier Wohnzimmer und Küche unten. Wir können uns natürlich, Leute, weil das Ganze haben wir freigeschaltet, hier vorne auch den Pool machen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie das geht. Wait, das ist ein Pool? Hauspool? Yeah, let's go. Da haben wir jetzt einen Pool, da können wir auch schwimmen gehen. Und Jacuzzi haben wir hier vorne natürlich auch stehen. Bam! Und wir machen uns das schöne rosane Licht an. Und dann kann man mit hoch. Hier ist nämlich in dem Haus hier der private Bereich mit Schlaf- und Badezimmer. Bam, da bin ich auf meinem Mobil. Was willst du als nächstes machen? Was kann man hier überhaupt machen? Weiß nicht, willst du die Stadt mal anschauen? Ja. Wir können auch bei anderen Leuten einbrechen, wenn du willst. Ey, Unfall gebaut erstmal. Bella, pass auf, wo du hinfährst. Bin hier, auf der falschen Straßenseite. Hier geht es jetzt auf jeden Fall wieder runter in Richtung Stadt. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall verschiedene Gebäude, die man sich so anschauen kann. Okay, hast du dein Auto gecrashed oder was ist los? Ich habe ein bisschen eine Situation hier. Ich meine, wir können auch weiterlaufen, Flo, weil du hier ein Problem hast. Okay, okay, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Geh mal runter, geh mal raus, geh mal raus. Ich parke mal kurz dein Auto um. Gar kein Problem. So, zack, rein hier. Und dann drückt man nämlich einfach nur H. Und dann kann man mit dem Auto direkt wieder ausparken. Echt, drückt man das? Ja.
Siehst du, dann fliegt das Auto nämlich kurz und dann fährt das wieder. Willst du mit meinem rosa Jetski rumfahren? Mit meinem rosa Schnurrbügel? Sehr schön. Ist es schneller? Ich weiß es nicht. Hier vorne ist das Krankenhaus in Brookhaven. Möchtest du dir das mal ansehen? Ich brauche es gerade nicht. Warum ist da ein Panzer vor der Polizeistation? Die okay. haben wahrscheinlich keinen Spezialeinsatz. Okay, da halten wir uns jetzt mal wahrscheinlich fern. Sagt man, an apple a day keeps the doctor away? Yeah, das sagt man. Aber das sagt man nicht im Krankenhaus, denn hier gibt es eine Menge Ärzte. Okay, pass auf. Also, hier ist ein OP-Saal. Hier sind die verschiedenen Räume, die Krankenbetten im Prinzip, wo die Leute rumliegen. Hier kannst du auch die Vorhänge aufmachen. Und hier im Krankenhaus, wenn jemand krank ist in Brookhaven, da kommt er eben hier hin und wird vom Arzt behandelt. Und hier vorne ist die Neugeborenenstation. Also, wenn du ein Baby willst, kannst du hier mal eins mitnehmen, weil die passen die drauf auf. Auf der anderen Seite der Straße erwartet uns die Town Hall. Also, im Prinzip, entschuldigen Sie, fahren Sie mich bitte nicht um, Mr. Castle. Im Prinzip da, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wohnt. Und natürlich hat das FBI auch hier eine kleine Zentrale, wie du sehen kannst. Dann. Hey, yeah. Hier oh mein Gott, Leute, guck mal. Werden. Kann die Licht ändern oder ausschalten? Ändern? Wörter. Flo. Nein! Nein, das Bild! Warte mal, wie seid ihr jetzt ein Bild von mir? Ich bin doch nicht Flo! Oh nein. Okay, Leute, jetzt suchen sie nach Flo ohne Gesicht. Alright. Hast du versucht, easy zu schreiben? Ja, ja, ja. Kann man nicht. Die Polizeistation würde ich jetzt mal mit dir überspringen und dir vielleicht ein anderes Mal zeigen, weil da ist ja gerade ein bisschen was los. Und solange wir heute nicht festgenommen werden, ist ja alles gut. Okay, komm mit. Hier vorne ist die Schule. Die Schule ist auch ein richtig wichtiger Ort in Brookhaven, weil hier lernt man halt alles. Da sind die Lehrer und die Schüler. Wir können uns einmal zum Schüler machen hier vorne und uns Spind aussuchen, wenn du möchtest. Bam! Und da habe ich jetzt meine Bücher drin in dem Schrank. Flo, bist du bereit für den Unterricht? Wollen wir heute... Wie wär's mit Mathematik, okay? Hier vorne okay. ist Matheunterricht und hier können wir eine Menge lernen. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ein besonders wichtiger Ort für dich hier in Brookhaven ist natürlich dieser hier, wenn du mich mal begleiten wollen würdest. Das ist hier die Kindertagesstätte, Flo. Also, hier werden die kleinen Florians morgens um 8 abgegeben und dann abends um 16 Uhr von ihrer Mama abgeholt. Deswegen, bleib doch am besten gleich mal hier. Okay, nee, alles gut. Yeah. Hier vorne ist eine Bibliothek. Dann haben wir hier Starbucks. Falls du mal einen Kaffee trinken willst, kannst du das dort tun. Hier vorne haben wir den Zahnarzt. Auch muss man gelegentlich mal vorbeischauen. Rockstar. Und hier neben ist die Brookhaven Bank. Komm mit hier, wir gehen mal den Bank ausrauben. Ich zeig dir mal, wie das Ganze geht, okay? Wir begeben uns hier oben in die obere Etage. Aber vorher holen wir uns hier natürlich die Karte. Den brauchen wir für den Banküberfall. Dann geht's hier oben rein. Pass auf. So, zack. Das Ding öffnen. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Hast du den Code? Kein Problem. Denn. Was? Wir brauchen keinen Code. Versteck dich hinter der Blume, schnell! Hinter die Blume! Und. Boom! Was? Guck mal, der Busch brennt einfach. Schnapp dir die Kohle! Schnell raus hier! Wir müssen verschwinden! Ach, hier ist der Lüftungsschacht. Schnell komm, rein. Abhauen. Oh mein Gott. Verheil dich, hast du die, hast das Geld? Reich. Yeah. Ich hab's Geld. Okay, nice. Hier raus, genau, hier weiter. Warte, wo ist der Ausgang? Darauf. Hier rauf. Okay, hier geht's durch. Und da sind wir frei. Oha. Warte, wo gehst du da rein? Oh. Ah, ins Post Office. Okay. Das ist ziemlich unauffällig. Oh. Ja, wir arbeiten hier. Es ist auf jeden Fall schon Nacht geworden jetzt. Man kann hier in der Mitte in Brookhaven schaukeln. Das ist so einer der Treffpunkte, wo hier am meisten los ist. Wenn du gut bist, schaffst du auch einen Überschlag. Ich schaffe hier gerade irgendwie 100 aus irgendeinem Grund, okay? Oh mein Gott. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Oh mein Gott, ich bin noch nie so hoch geschaukelt. Fliegst du rückwärts? Schaukelst du rückwärts? Ja. Voll witzig. Mit Skateboard. Okay, komm mit. Ich zeig dir jetzt noch etwas sehr Geheimes. Das kennt nicht jeder hier in Brookhaven. Okay. Ah, da bist du. Perfekt, okay. Hier vorne ist das Motel. Hier haben wir das Diner und da hinten ist der Flughafen. Aber da wollen wir gar nicht hin, sondern wir müssen jetzt vorbei an diesem Tanzstudio und Kino und sowas hier drin ist. Und auch vorbei an der Tankstelle. Denn hier ganz in der Nähe ist sie. Die geheime Agentenbasis. Oder was? Die geheime Agentenbasis. Yeah, die ist hinten versteckt. Die wurde vor einer Weile mal eingebaut. Ich weiß gar nicht mehr, ist vielleicht ein Jahr her oder sowas. Und hier arbeiten die geheimen Agenten. Menschen Was wie wir. Was machen die? Die machen geheime Agentendinge.
Guck mal, wir können sogar hier alle Schalter an- und ausmachen. Warum auch immer. Alright. Der Club Brookhaven ist gerade geöffnet. Hier oben. Da können wir auch noch ein bisschen dancen gehen. Wenn man mal irgendwie nachts ein bisschen Party machen möchte, dann kann man das hier im Club machen. Hier kann man sich zum Beispiel Cola holen oder was auch immer. Und hier auf der Tanzfläche etwas abdancen. Mega nice. Zum Beispiel so hier. Oder so. Let's go. Yeah. Okay, ich glaube, damit sind wir auch für den ersten Part hier durch, würde ich sagen. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir Flo noch zeigen können in Zukunft, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, die meisten Dinge haben wir ihm schon mal gezeigt. Hier, lasst ein Like auf dem Video da, abonnieren nicht vergessen. Wir haben fast die Million geknackt. Schaut doch bei Flo vorbei. Und das da, La Pasta.